Der Fluss Anegawa entspringt am Fuße des Bergs Ibuki und mündet in den See Biwa, der den Norden und den Süden des Herrschaftsgebiets der Asai voneinander trennt. Da der seichte Fluss eine vorteilhafte Route für den Einmarsch in Nachbarregionen darstellt, wird er oft zum Schauplatz offener Schlachten. 1570 gelang es den Streitkräften von Oda Nobunaga und Tokugawa Ieyasu, die verbündeten Truppen des Asai- und Asakura-Clans in die Zange zu nehmen, sodass das Blut das klare Flusswasser schon bald rot färbte. Und damit herzlich willkommen zurück. Na, das sieht nach einem lustigen Gesellen aus. Die Schlacht von Anegawa, Juni 1570, Provinz Omi. Los geht's. Diesmal nehmen wir Mumio mit. Achtung, sneaky. Uah, ja, die Schlacht von Anegawa. Einer der Höhepunkte der Schlachten zwischen Nobunaga Oda und seinem Schwager Nagamasa Asai. Der dann in der Schlacht von Odani endet. Und Odani werden wir auch nach dieser Schlacht sehen. Denn da wird dann auch das Aufeinandertreffen der beiden Armeen stattfinden. Wir als Unbefangene sitzen da so dazwischen. ja. Jetzt verfolgt uns schon seit einiger Zeit, um das mal kurz so Revue passieren zu lassen, so ein Typ mit einem großen Hut, roten Augen und so einer Art Speer/Au. Ja, es ist so eine Art Speer. Den haben wir in der Anfangs-Cutscene gesehen, wo unsere Mutter da diese lustige Geschichte erzählt und dann bringt er die um. Und dann haben wir den zuletzt gesehen bei Yoshitatsu, als wir Yoshitatsu Saito getötet haben. Unseren Bro. Kam der doch irgendwie so aus dem raus. Und dann war er sofort wieder verschwunden, nachdem unser Dolch da so komisch geleuchtet hat. Nun. Merkwürdig, nicht wahr? Den zu töten geht schneller, als die Animation abzuwarten. Vielleicht tötet er auch nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber Mumio hat das im Griff, weil Mumio fantastisch ist. So. Guten Tag. Ups. Guten Tag. Ach. Dead aim. Au. Sag mal. Einfach so in den Rücken gebamselt. Ja. Also auf jeden Fall, dieser Typ verfolgt uns jetzt schon seit geraumer Zeit. Oder kommt immer mal wieder so vor. Und es ist komisch, dass der überall da ist, wo wir auch sind. Ich sag mal so viel. Wir werden ihn bald wiedersehen. Denn der wird uns so ein bisschen die nächste Zeit über begleiten. Ah, den haben wir ja schon umgebracht. Okay. Dann ist es halt so.
Ja, der wird uns die nächste Zeit über ein bisschen begleiten. Und ja, wer das ist, werden wir natürlich dann auch noch sehen. Aber man kann sich vielleicht sogar schon denken, das hier wird hässlich. Auf der Brücke zu kämpfen ist einfach das Hässlichste, was es gibt in diesem Spiel. Ja, genau deswegen. Tschüss, Mumio. Aber Mumio hat den Bonus, dass sie wieder spawnt. Wenn wir da runterfallen, dann war's das mit uns. Oh, fuck. Und dann hat der Pimmel auch noch ein Handrohr. Arschgesicht. Schön, dass du dich nicht besiegen lässt. Ich will diesen Seelenkern, will dann nur noch hier von dieser Brücke runter. Oh, weg, weg, weg. So, tschüss Mumio. Hier trennen sich nämlich unsere Wege. Denn wir schreiten in der Story weiter voran. Das wäre jetzt lustig, wenn... Ey, ich habe 894 Elixiere. In meinem Lager. Gebt euch das. Woher kommen die? Das würde in Nioh 1 niemals passieren bei mir, dass ich so viele Elixiere hätte. Oh Gott. Gar nicht gesehen. Was ist jetzt los? Der erste Tod in Nioh. Im Nioh Playthrough. Wir kommen an den Punkt, wo dieses Spiel hässlich wird. Nein, es macht immer noch Spaß. Ich liebe es. So. Wir können uns jetzt unseren Geist zurückholen. Dann bekommen wir das Ganze am Rita wieder und die Seelenkerne, die da drin sind. Schaffen wir das nicht? Du bläst nicht in dieses Horn. Und wir sterben nochmal, ist alles weg. Hey, du bläst auch nicht in dieses Horn. Oh. Ah, schnell weg. So, da haben wir unseren Geist. In dem Spiel gibt es Gott sei Dank einen Zustand, der nennt sich Autobergung. Da kann es dann prozentual sein, dass man sein Grab automatisch beim Wiederbeleben am Schrein wieder kriegt, tatsächlich. Das ist auch ein Feature, das ist für Nioh 2 neu. Gab es im ersten Teil nicht. Deswegen sage ich immer, der zweite Teil ist um so vieles einfacher. Wirklich. Gibt welche, die sagen, Nioh 2 sei schwerer als Sekiro. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich Sekiro nicht gespielt habe. Aber wenn Sekiro, dann wäre das sau einfach. Und ich glaube nicht, dass das Spiel sau einfach ist. Weil Nioh und Sekiro, die gehen ja auf ganz verschiedene Arten. So, also Sekiro hat ja dieses Parry-System und das soll ja... Damit muss man sich, glaube ich, erst richtig auseinandersetzen. Und Nioh hat halt, jo, so dieses Key-System, also eigentlich eher ein klassisches, dieses Ausdauersystem. Und, jo, moin, Jungs. Was ist? Fällt auch noch hin. Und, ja. Kann mir nicht vorstellen, dass Nioh 2 dann einfacher ist als Sekiro. Für mich. Ja, wenn andere Leute sagen, Nioh 2 ist schwerer als Sekiro, von mir aus sollen sie das sagen. Ja, ich kann es ja eh nicht beurteilen. Für mich ist der zweite Nioh-Teil besser als der erste, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde die beiden eigentlich relativ gleichgültig, was ich mag beide Teile sehr, sehr gerne. Ich finde, der zweite legt nochmal eine ganze Schippe drauf. Aber macht es ihn deswegen jetzt per se besser? Weiß nicht, der erste Teil hat es so von seinem eigenen Stil her so seinen Charme.
Ja, ich fand das Storytelling im ersten Teil viel, viel besser. Ja, ich fand die Charaktere im ersten Teil sehr, sehr viel besser. Ja, das liegt hier unter anderem daran, weil hier alles so zusammengesteckt und dann gerusht wurde. Im ersten Teil hast du einfach diesen krassen Epochenbruch nicht einfach mit drin. So, du behandelst da einfach so Aufstieg Tokugawas. Das ist der erste Teil. Und der erzählt es über alle Teile hin, also inklusive DLC, erzählt er das dann noch hinweg so, weißt du? Das ist. Man hat einfach, das Pacing war langsamer vom Storytelling her. Das hat mir besser gefallen. Wobei jetzt auch nicht jeder an einem guten Storytelling in so einem Spiel interessiert ist, was ich auch durchaus verstehen kann. Sitzt da nicht irgendwo jemand? Nee, okay. Ah, doch, da. Alles klar, Magara Takamoto, Alter. Du bist trotzdem gleich drin. Da hat ihn sein Horn gepustet. Ist nicht gut. Also wenn die in ihre Hörner da pusten und Verstärkung rufen, kommen alle Gegner in der Umgebung zu denen und haben dann erstmal richtig Bock. Und das hab ich halt nicht, aber. Ne? Ist ja klar. So, jetzt gehen wir schon in Richtung Boss, dauert aber noch eine Weile. Als allererstes kriegen wir hier nochmal so einen Zwischentyp. Es gibt insgesamt drei in der Stage von denen. Den dritten, den habe ich jetzt mal übersprungen. Weil wir ja nicht alle Wege in den Stages gehen. Wobei man das die letzten Folgen hätte auch behaupten können. Es wäre gelogen gewesen. Aber hier in Anegawa gebe ich mir Mühe. Einen verstorbenen Seelenkern, das ist interessant. Gibt auch eine Trophäe, wenn ihr alle Seelenkerne im Spiel sammelt. Ja. Das war, glaube ich, die Trophäe, die bei mir am längsten gedauert hat, meine ich. So. Wir gehen direkt über die Brücke. Man kann auch unter der Brücke durchgehen. Da sind aber viel, viel mehr Feinde. Ist egal, wir sind trotzdem tot. Ich hasse Anegawa. Ich hasse es so sehr. Und es liegt an diesen Brücken. Ja, also es gibt Stages, schmale Wege, überall sind Löcher, Wasser, tot. Das ist echt dumm. Vor allem in Anegawa. Deswegen unter der Brücke, da ist es ein bisschen breiter. Aber trotzdem nicht empfehlenswert. Oh. Jetzt lebt er auch noch. Ja, ich hab da jetzt auch Eier runterzuspringen, gell? Jetzt wollen wir es heute wissen, ne? Also heute häufen sich die Tode hier doch schon extrem. Ah, und das war übrigens die Autobergung, die ich vorhin erwähnt habe. So, komm her, du Lord. Es ist doch zum Brechen. Okay. Neue Taktik. Neue Tick-Tack. Wir rennen an ihm vorbei und locken ihn auf größeres Terrain. Denn Gegner, die in diesem Nebel sind, das habe ich auch noch nicht gesagt, die müsst ihr nur einmal besiegen. Das sind einmalige Gegner. Die kommen nur jetzt. So, komm. 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 Komm ran. Komm ran. Nee. Nee, 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 nee. So nicht, Freund. So nicht. Er brennt schön. Feuer ist auch so seine Schwäche.
wenn ich das hier so richtig sehe. So, dann sind wir den nämlich mal los. Können wir hier gleich noch den Shortcut aufmachen. Ja, Gott sei Dank benutze ich inzwischen die Schreine. Sterben. Gehen hier ins dunkle Jockelreich. So, jetzt habe ich das Wasserelement drauf. Im Standardschwierigkeitsgrad hätte mir das auch passieren können mit dem Wasser. Das ist so ziemlich die häufigste Art, wie ich sterbe. Ich stürze irgendwo runter. Hatte ich. ist halt, das ist dann immer doppelt und dreifach bitter, auf diese Art und Weise zu sterben. Aber man kann es ja nicht aussuchen. Außer man spielt einfach mal gut. Oh, geil. Wie ich jetzt mit den Seelenkernen von denen zugebollert werde. Ihr wollt gar nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe, um den Seelenkern von dem gelben und von dem blauen Oni-Typ da zu kriegen, von dem fliegenden Kopf da. Wollt ihr gar nicht wissen. Will ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr wissen. Machen wir hier auf. Einfach nur nein. So, Verbündete holen wir uns keine. Dann sind wir schon mal die größten Gefahren hier los. Ah, jetzt kann ich das gerade, glaube ich, schön... Nee, kann ich nicht. Da hinten... Genau, also hier, ne, wieder eine Wand. Wisst ihr Bescheid, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Da hinten ist eine Quelle hinten dran. Wir wollen hier zum Boss. Ja, das ist das, was wir wollen. Wir wollen den Boss plätten. Und los. Hanzo Hattori unter der Katsu Honda. Kommen beide auch im ersten Nioh-Teil vor. Unter der Katsu Honda, ein wichtiger Vasall von Ieyasu Tokugawa. Man sagt ihm nach, dass er der stärkste Mann Japans gewesen ist. Sonderlich stark ist er hier, aber nicht. So. Ah, Gott sei Dank haben wir Feuer mit drin. Ah, nee, jetzt machen wir ja gerade Giftschaden. Der war schon ein bisschen anstrengender.
秀伝の助太刀この恩必ず我が部で報いよう。マガラを討ち取った今こそ浅井朝倉を打ち破る好機。我ら徳川も体制を整え共に参ろうぞ。 Bis zum nächsten Mal. Ciao.